Willkommen Leute zu einer neuen Folge Overwatch, ja eigentlich die erste Folge von Overwatch hier auf diesem Kanal. Das andere war ja mal ein Livestream, was ich mal letztes Jahr irgendwann mal gemacht habe. Ja, seit einer Woche ist schon das Jahr des Hahns, also ein neues Event von Overwatch, aktiv und ich habe mir einfach mal was gegönnt. Und zwar 50 Lootboxen und die möchte ich mit euch zusammen öffnen. Ja, machen wir das doch ganz einfach mal. So, kurz zu den Sachen, die man kriegen kann. Es gibt ein paar Sachen, weil das Jahr des Hahns von den Skins her ist an die Reise nach Westen, also Odyssey to the West, angelehnt. Das ist denn so der Affenkönig mit drei Gefolgsleuten, ein Menschenschwein, ein Dämon und ein Priester. Naja, der Affe ist ja klar, soll Winston darstellen. Das wäre denn der Skin hier, den hätte ich nämlich eventuell ganz gerne. Welche Skins ich aber auf jeden Fall gerne hätte, wäre denn von Reinhardt der Wujing. Der sieht nämlich ganz geil aus. Da ich Reinhardt derzeit ein bisschen sehr stark präferiere als Tank, wäre ich ganz froh, wenn ich sowas hätte. Wir haben von Senyata der Zhangzhang. Schaut nicht schlecht aus, war nicht das Gelbe von Ei meiner Meinung nach, aber ja, da finde ich die Nussknacker einen Ticken besser, meiner Meinung nach. Aber den habe ich leider nicht mehr bekommen können. Da war das Event leider schon durch. Und von Roadhog, da habe ich zwar schon letztens einen legendären Skin bekommen, aber der Baji, das ist nämlich das Menschenschwein, von dem ich gesprochen habe. So, ich hoffe mal, ich habe sehr viel Glück gleich. Und dann wollen wir mal starten. Erste Lootbox, öffne dich bitte. Und ja, schaut mal nicht schlecht aus. Was haben wir denn Schönes? Eine Siegerpose, ein Spray von Widowmaker, von... Und Spieler-Icon Neues. Drachentanz. Ja, rüsten wir mal aus. Und von Lucio der Neujahrsspruch. Mal schauen, was er sagt. Das mache ich mit links. Da finden... Moment mal kurz. So, Steuerung, Audio... Gesamtlautstärke. Mal gucken, ob das jetzt ein bisschen besser ist gleich. Und episches Gold. Sehr schön. Und von Torbjörn ein Spray. Wie er gerade Gold am Schmieden ist. Sehr schön. Der kleine Ikea-Gnome. Und von Lucio Coffee Aromo. Okay. Sagt mir nichts. Ich glaube, das ist eine Marke, für die Lucio wirbt. Yay, dreimal blau. Kann ja was Spannendes dabei sein. Yay, und das meiste davon habe ich schon. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Ja. Drei haben wir geöffnet. Drachentanz. Warum zum Geil habe ich da zweimal süß ausgewählt? Naja. Zweimal violett. Ja, das freut uns doch. Und wir haben jetzt... Wildes Biest. Denkerpose? Nee, Wildes Biest kommt da besser. Was sagt das etwa alles? So, nochmal. War das etwa alles? Oh, das gefällt mir. So, von Farah schon vorhanden. Achso, der Anubis-Skin und von Junkrat. Ja. Der neue Skin, der ist nicht schlecht. So. Okay. Von Symmetra der Skin Kui Pao. Oder finde ich den Devi-Skin besser? Denn zwei Sprays und ein Spieler-Icon. Da dachte ich ganz zu Anfang, das wäre ein Teil von Destiny, aber das ist die Maske von Anna. Oder Anna. So, und jetzt ist noch nichts Goldes dabei. Aber von Sombra. Sehr schön. Die Siegerpose. Die hätte ich mir so oder so gekauft, weil ich momentan auch sehr viel Sombra zocke. Na. Okay, von Sombra. Oh, von Saria. Streng dich mehr an. Ja, mache ich Saria, denn beim nächsten Racket Match. Gerne doch, gerne doch. Und von Roadhog das Pfeilchen.
Schaut ja nicht schlecht aus, aber da finde ich den Thor-Skin etwas besser. Es geht doch, und wo wir vorhin davon gesprochen haben, von Winston der Wujing, der Wukong. Ja. Dann May. Bitte wie? In Ordnung. In Ordnung, sehr schön. Und von Torbjörn ebenfalls ein Skin. Der Plommon. Achso, Pflaume soll das, denke ich mal, heißen auf Schwedisch. Exquisit. Nein, definitiv nicht. Weil wir haben dich doppelt. Es hagelt momentan Skins en masse. Okay. Dann das Spieler-Icon von Tracer, sehr schön. Oh, Genji, was sagst du uns da jetzt? Josh. Und ein Spray, sehr schön. Wir haben jetzt 9 Kisten geöffnet. Davon hatten wir jetzt einen legendären Skin mit drin. So. Okay. Glück. Mhm. Nicht schlecht, also 2 Spieler-Icons. Einmal der Schutzengel, Glück, Senjata. Ob ich denke, kann ein U-Boot schwimmen? Tja, irgendwie so eine typische Senjata-Antwort, frei nach dem Motto, sehe ich so aus, Scheißenbären im Wald? Und Saria, Highlight-Intro. Ah, volle Kraft, sehr schön. Zweimal blau. Und das meiste davon habe ich schon. Und ein Mercy Spray. Der Heiligenschein. Hm. Aha. Das habe ich alles schon. Na gut. Ja, das habe ich wirklich alles schon. Aber Emote von Junkrat. Blindgänger. Finde ich nicht schlecht. Habe ich auch. Habe ich, glaube ich, ausgerüstet. Ja, habe ich ausgerüstet. Sehr schön. Drei davon haben wir und ein Highlight-Intro für Genji, Senjata. Transzendenz, ja, das wussten wir doch direkt aus. So. Ah. Ah. Okay. Das schaut nicht schlecht aus. Glück. Ja. So. Schaut wirklich nicht schlecht aus. Auch wenn... Ich weiß gar nicht, wie die Wetterdrohne von May sich... ob die einen Namen hat. Aber das wäre auch mal was Schönes gewesen. Hm. Sonnenschirm. Aktuell 1... Achso, der Pfeil, ja. Genau das Ding. So. Ein bisschen Geld, ein Spruch von Winston. Was sagst du denn jetzt, schönes Affe? Entschuldigung. Passt. Nehme ich. So, dann ein roter Umschlag. So, Drachentanz. Nee, brauche ich nicht. Für diejenigen, die nicht wissen, was diese roten Umschläge bei dem chinesischen Neujahrsfest zu bedeuten haben. Ganz einfach, das sind kleine Umschläge, wo Geld drin ist. Was man den Kindern zum Neujahrsfest in China schenkt. Mehr ist das eigentlich nicht. Und ein Emote von McCree. Alle Viere gerade sein lassen, okay. Mit Revolver spielen. Hm. Okay. Könnte ich eventuell machen, also dieses alle vier gerade sein lassen, wenn ich... Okay, Widowmaker wieder. Nicht schlecht. Dieses alle vier gerade sein lassen könnte ich eventuell machen, wenn ich... Na, mir fällt das gerade nicht ein. Wenn ich hier... an der Payload mit McCree sitzen würde. Da würde ich mich locker da draufsetzen, so. Und ein Skin vom Bestchen, der Hahn. Schaut nicht schlecht aus.
Also ich habe auch ein paar bessere gesehen, beispielsweise den Uhrwerkbock oder den Holzbot. Oh ja, man kann nicht alles haben. Denn von Symmetra, Vishka und ein Spray von Roadhog? Roadhog. So. Na? Schade, es sollte nicht sein. Salut, sehr schön. Und von Hanzo, der Drachentanz. Und von Sombra ein weiterer Skin. Oh, was hast du zu sagen, Shankret? Ganz was Feines. Ja, definitiv. Und da haben wir den Skin, den ich unbedingt haben wollte, der Wujing. Der Wujing-Skin von Reinhardt, das ist doch mal eine Pracht. Ja, das freut mich. Das freut mich tierisch. So, nimm's noch auf. Ja. Dann von Diva-Skin, die Limette, finde ich nicht so pralle. Achso, und Diva hat auch noch einen Skin. Den hätte Diva und May haben noch jeweils einen Skin. Mal schauen, ob ich davon habe. Ebenfalls einkriege. Das habe ich alles schon, außerdem das Spieler-Icon für die Allianz. Nun ja, da bin ich nicht ganz der Meinung, aber nun ja. Oh, ein Spruch von Nimm Genji. doppelt Maß, dann stoße einmal zu. Bitte wie? Nimm doppelt Maß, dann stoße einmal zu. Ah ja. Denn ein Spray? Ja, des Hahns. Okay, das ist denn so ein Spray, den alle kriegen können. Von Sarian Spray und von Trollbjörn ein Highlight-Intro. Ins Gesicht. Ja, gerne doch. Finde ich nicht schlecht. Das meiste davon habe ich. Von Genji sage ich schon. Von Zenyatta nochmal ein Skin. Okay. Eine Siegerpose von May. Ja. Gern doch, gern doch. Nehme ich. So, das haben wir jetzt. Ah, neues Skin für Lucio. Laranja. Nee, mag ich nicht so. Gefällt mir nicht. Achtung, Panzer. Ja, für Bestien spiele ich schlecht. Diva. Klein, aber oho. Ja, das passt zu dir. Ich habe die falsche Taste gerade geklickt. Egal. So. Das Ding habe ich doch schon. Leute. Ich finde es nett, dass ihr mir jetzt Credits in Arsch blasen müsst, aber. Naja. McQueen, Abzeichen? Nee, gefällt mir nicht. Okay, Saria, was sagst du? Russische Methoden sind ökonomischer. Okay. Denn der Wujing, Wukong. Spieler-Icon, okay. Und der blaue Drache von Hanzo. Jetzt ist die Frage, wo ist sein Gesicht? Ich glaube, das soll das hier sein. Ja. Und das gleiche Spieler-Icon, was wir vorhin schon hatten. Siegerpose, ach so, gefaltete Hände, sehr schön. Genji, Siegerpose, Schwerthaltung, Death is everywhere. Ja, das stimmt sogar. Und ein Emote. Das hat doch was. Das hat wirklich was. Davon habe ich noch gar nichts. Wow. Jetzt bin ich überrascht. So, von Sombra ein. Warum habe ich da das Logo? Der Virus. Dann ein Spray von Winston, wo er einen Drachenstein lässt und da weiße Bommel an den Ohren hat. Okay, ralle ich nicht wirklich. Von Junkrat ein Skin der Ertrunkener. Mag ich nicht so. Der Und Reaper. Nächste. Nochmal bitte. Der Nächste. Nein, danke.
die nächste Lootbox, würde ich sagen. Und nicht der nächste Lootbox. Blizzard, willst du mich gerade ein bisschen dezent verarschen? Was haben wir da? Spray. Roadhog Helm. Was haben wir hier? Roadhog Helm. Das gleiche Ding in der Lootbox. Und das Rostbraune von Soldier 76. Okay, und Hanzo? Wenn der Mond das volle Maß erreicht, beginnt er bereits zu schwinden. Okay. Sehr tiefgründig verstehe ich aber nicht. Auch noch ein Lichtfeld. Ja. So, ein bisschen Geld. Also für die Leute, die sich wundern, warum ich nicht auf die Geldbeträge eingehe. Ganz einfach, weil Geld interessiert mich nicht so wirklich in Overwatch. Das ist dann einfach nur dieses Ding. Man hat denn 3 unterschiedliche Geldbeträge. Blau ist 50 Credits. Violett ist 150 Credits und Gelb, also Legendär, ist 500 Credits. So, mehr ist das für mich nicht. Dann Widowmaker, das Emblem. Ne? Reinhard? Seid ihr Hühnchen oder was? Ja, definitiv. Und von Saria. Die frische Front. Naja, ist wenigstens ein legendärer Skin. Ich habe mir eigentlich mal als Ziel gesetzt, den legendären Skin von jedem Charakter, den man spielen kann in Overwatch, mindestens einen legendären Skin zu haben. Was habe ich? Ich habe vom besten 5. Ja. Ich dachte, das Spiel-Icon habe ich schon. Und Lucio? Das mache ich mit links. Ja, und ich mache das gleich mit rechts. So. Damit fertig. What the meep is going on here? Also jetzt mal ganz im... Also ihr seid jetzt Zeugen, dass ich hier gleich in der Overwatch-Gruppe die Leute nicht verarsche. Ich habe in einer Lootbox 2 legendäre Skins drin. Und zwar, es ist zwar nicht von... Jetzt von dem Event aber einen Anna-Skin, den Warjet. Das Ding erinnert mich ein bisschen sehr stark an, wie gesagt, an Destiny oder an Destiny, Borderlands oder Fallout. Gefällt mir. Nehme ich. So, dann haben wir von Hanzo Haori. Achso, das ist denn der Kimono von ihm. Gefällt mir nicht. Dann Credits, wie gesagt, blau 50 Credits. Und der legendäre Roadhog-Skin, Baji. Und den rüste ich direkt aus. Meine Fresse, ey. Oh. Kurz runterkommen. Und los geht's. Weiter. Gerade dezent verarscht, wirklich. Alter. Also für mich zählt das Gold hier auch als legendär, weil es wird ja als gelb angezeigt bei dem Vorschau. So, was haben wir hier? Von Bastion, das ist nämlich der Roboter hier. Ein Skin, die Wiese. Von Mercy, den Drachentanz. Und ein neues Spieler-Icon, die Laterne. Ja, finde ich besser als den Drachentanz. Und 500 Credits von den Legendären. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das denn gleich hinterher im Bearbeiten des Videos machen soll, wenn da die Legendären ankommen, weil ich hatte eigentlich vorgehabt, dass ich einen Legendary-Counter mit einpflege. Naja. Schade. Das wäre es jetzt nämlich gewesen, weil, wie gesagt, das wäre es jetzt nämlich gewesen. Wir haben 3-mal... Na gut, 4-mal so gesehen, einen Legendary hintereinander bekommen. Erst den Saria, dann den Roadhog und die Anna und dann das Geld. Aber wir haben jetzt noch den rose Skin von Tracer, der gefällt mir. I like it.
So, und noch einmal. Das war irgendwie klar. Gefaltete Hände von Soldier 76. Ja, immer her damit. Immer her damit. Und vom Pharah frohes neues Jahr. Das schaut so ein bisschen aus, als ob die ihre Ulti macht und die Raketen explodieren. Kommt mir das nur so vor? Entweder habe ich da jetzt einen Knicks in der Optik oder da in den gelben sind chinesische Schriftzeichen oder japanische. Ausrüsten? Ja. So, natürlich ein Spray von McCree. Und natürlich der gleiche Skin wie eben von Tracer. So. Meistens Skins. Skins sage ich schon. Meistens Sprays. Von Genji Malachit. Schaut zwar nicht schlecht aus, aber ist genauso hässlich wie der Ocker-Skin. Also das ist der orangener Skin von Genji. Von Roadhog die Wildsau. Nee. Von Lucio das Icon und ein Lunamari. Also der Pachimari. Das sind diese Tintenfischzwiebeln aus Overwatch. Aus dem Overwatch-Universum. Die eigentlich ganz süß sind. Davon habe ich einen Plüsch-Pachimari bei mir zu Hause. Auch von der BlizzCon letztes Jahr. Oder war die dieses Jahr? Nee, die war letztes Jahr. So, dann wollen wir mal. Und? Ernsthaft? Odette. Okay, jetzt habe ich von jeder Legendary-Variante von Widowmaker mindestens einen. Die Jägerin, Odette und den Noir-Skin. Na gut, diese Grundskins von den Charakteren, die legendären, die zählen nicht aus der Origins Edition, meiner Meinung nach. Ach so, das ist die Statue hier. Ich dachte, das ist irgendwer, die steht da im Hintergrund mit. Wegen der Säule. So, was haben wir hier? Yutnori von Zenyatta. Ist das auch irgendwie was? Also, das hat irgendetwas mit Neujahr zu tun. Ist das nicht so, dass die Priester in China so Stöcke in die Luft werfen und je nachdem, wie die fallen und wie die zusammenkommen, kann man das Schicksal des Jahres bestimmen? Glaube ich. So genau weiß ich das jetzt nicht. Naja. Und nochmal. Schade. Hätte ja sein können, dass ich jetzt doch mal was bekomme an Legendary. Aber wir wollen ja unser Glück nicht zu sehr strapazieren. Das von Reinhard. Euch Respekt vorm Alter, gell? Ja. Definitiv. Dann Junkrat, der gleiche Skin wie vorhin. Sombra. Ihr seid aber leicht zu beeindrucken. Ja, gefällt mir. Nehme ich. So, und von Reaper ein Emote. Nehme ich. Nehme ich definitiv. Das gefällt mir. Ich spiele auch sehr oft Reaper. Ja? Schade. Aber natürlich habe ich alles davon. Und weiter. Jo, das meiste davon habe ich. Außerdem die Siegerpose von Diva. Was hält die da vor sich her? Ein Glückssäckchen. Ja, und da drin sind entweder Kekse oder Münzen. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Aktuell festlich. Nee, dann nehmen wir mal das Ding hier. So. Der Retro-Spray von Bastion. Sehr schön, denn Reinhard Löwenherz, ein Spieler-Icon. Credits. Und Mercy, was hast du zum Neujahr zu sagen? Sehr beeindruckend. Ja, sehr beeindruckend. Finde ich auch. So, bleiben nur noch neun. Klopfen wir mal kurz auf Holz. Mal schauen, ob wir noch einen legendären Skin haben. Und bitte. So, von Sombra die Hackerin. Gefällt mir nicht so. Das Ding schaut ein bisschen aus wie
Die Hand von Sombra schaut ein bisschen so aus wie... Wie soll ich das erklären? Für diejenigen, die den Warcraft-Film gesehen haben. Das schaut genauso aus wie bei Medivh. Also Medivh aus dem Warcraft-Film. Wo er die... wo er kaum Mana mehr hatte. Richtig schön schlaff, so richtig schön verzerrt. So, und die nächste Lootbox. Ja. So. Die Dämonenjägerin als Spieler-Icon, sehr schön. Und die Siegerpose, kniend von Mei. Mhm. Dann die Blaupause von Symmetra. Es gibt von jedem Champion, von jedem Hero aus Overwatch mindestens eine Blaupause. Und eine Highlight-Intro von Roadhog. Gefällt mir, nehme ich. Und weiter. So, Spruch von Hanzo. Drachengeist, du bist dran. Definitive Pokémon-Anspielung. Pflaster von Mercy. Ja, war klar. Dann Lucio, Ball hochhalten. Das Ding schaut mir eher aus wie ein Bommel als wie ein Ball. Da rüsten wir das Teil auch mal aus. Sehr schön. Und May, das kennen wir schon. Die Glück gehabt Siegerpose. Und davon habe ich alles, aber ich zeige euch trotzdem alles. Türkis von Anna. Ein Skin. Denn Saria 512, ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Ich glaube, das war das Icon von der Olympiamannschaft, wo Saria Mitglied war. Dann das Glücks-Icon, ebenfalls Spieler-Icon, also von Saria ebenfalls. Und Soldier, was hast du zu sagen, Morrison? Riecht nach Sieg. Ja, finde ich auch. Hey. Zweimal den gleichen Skin, nur in einer anderen Farbvariation. Das freut mich. Ich weiß gar nicht, wen ich denn nehmen soll. Ja. So, von Diva ein Spray. Peng. Das würde jetzt zu McQueen passen, aber egal. Dann Winston eine Schaukel. Jo. Jo. Mercy. Sehr beeindruckend. Achso, kennen wir schon. Und von Anna. Der Ödland-Skin. Das ist nämlich, was ich meinte. Schaut mir nämlich sehr stark nach Fallout, nach. Auch ein bisschen nach Mass Effect oder nach. Oh, wie heißt denn das Spiel? Von den Doom-Machern. Was auch im. Am Rande des. Der Menschheit halt spielt. Rage. Schaut mir sehr stark nach Rage oder Mad Max aus. Ja. So, und die nächste. Das haben wir schon alles. Ein Spray für Widowmaker, das müsste Winston sein, ja. Da ist er nämlich mit als kleine Lore-Info, hier soll der Wissenschaftler sein, der Winston als kleines Kind, also als Jungaffe, großgezogen hat. Und das war auf der Mondstation, wo Winston genetischer Forschung unterzogen wurde. Und ja, Näheres dazu denn bei Highscore Heroes, also beim Sascha, da der nämlich vor einiger Zeit die Lore von Winston nämlich unter die Lupe genommen. Dann, Genji, was hast du zu sagen? Yes. Achso, kennen wir schon. Und von Anna den Tal-Skin, den Altfrauen-Skin, der total potthässlich ist, finde ich. Ich kann es verstehen, aber ja, muss meiner Meinung nach nicht sein. Irgendwie habe ich derzeit sehr viel Glück, was Lootboxen und Legendaries angeht. Sehr viel Glück sogar. Naja. Also, ja. Mir verschlägt's gerade ein bisschen die Sprache dementsprechend. So, jedenfalls zu den Sprays drei Stück. Einer von Reaper, nämlich der Blackwatch Spray. Das war die Unterorganisation, wo Reyes, also Reaper,
ehemaliger Overwatch-Agent. Das war eine Unterorganisation davon und das ist dann das Emblem davon. Von Tracer. Salut. Das ist dann das von Tracer gewesen. Das Werbeplakat, nennen wir es mal so. Und von Torbjörn, bereit. Und Sinjata. Den Sang-Sang. Jetzt habe ich alle vier Reisenden zusammen. Alle vier Stück. Finde ich nicht schlecht. So. Von links nach rechts. Ein Spieler-Icon von Mac. Von Mac. Ich kenne keinen Mac. Hört ihr das? Ach so, das ist der Roadhog. Also Roadhog staubt da gerade rum wie ein... Wie soll ich das jetzt nennen? Wie Nilpferd. Aber der Mac, das kann gut möglich sein, dass der aus StarCraft ist. Dann, Junkrat, was hast du zu sagen? Okay. Nichts mehr dazu zu sagen. Und Roadhog, was ist das Emote? Ja, da wundert es mich auch nicht, dass du so schnaubst wie Nilpferd. Und die Siegerpose von Junkrat. Gefällt mir. I like it, I'll take it. So, da bleibt noch eine Lootbox übrig. Wollen wir mal schauen, ob da ein Legendary drin ist. Nochmal kurz auf Holz klopfen und los geht's. Leider nicht. Und das meiste davon habe ich schon, aber egal. Der Sang-Sang, Skin sage ich schon, der Sang-Sang Emblem von Reinhardt ist das der Wuxing-Skin. Saria hat denn das Pink, also von Saria das Ding. Und Geld. So, Leute. Also, das war ja ein recht interessantes Lootbox-Opening, würde ich sagen. Ist auch das erste, was ich überhaupt gemacht habe. Mich würde freuen, wenn ihr mal ein kleines Feedback dazu da lassen würdet in den Kommentaren. Und dann würde ich es mal sagen, man sieht sich denn beim nächsten Mal. Eventuell mache ich mal einen kleinen Overwatch-Content hier auf dem Kanal. Mal schauen. Jedenfalls sieht man sich denn die Tage und ja, dann danke fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Ciao.